In diesem Video möchte ich jetzt eben das zeigen mit der Überprüfung. Das heißt, ich habe wieder meine zwei Kreise. Jetzt überprüfe ich, wenn ich hierher klicke, ist dieser Punkt geeignet? Ich sehe schon, es könnte knapp sein. Wie finde ich das heraus? Und das finde ich dann heraus, indem ich sage, ja, der neue Radius ist der gleiche wie der alte Radius. Und die zwei Radien zusammen, die sollten gleich sein wie der Durchmesser. Und jetzt kommt eben auch schon das Problem in all den Videos, die ich vorher gehabt habe. Die Variable habe ich Radius genannt beim Kreis. Und den habe ich 70 gesetzt. Das Problem ist, es ist aber nur eine Bezeichnung und da sieht man auch, man kann es bezeichnen, wie man will. Das Problem ist, dass das hier bei einem Kreis, wenn ich Ellipse mache, x, y, das, das, diese zwei Werte sind nicht die Radien, sondern eigentlich die Durchmesser. Dieser Wert gibt an, wie groß das ist, der zweite Wert gibt das an. Also hätte ich das eigentlich schlauer Durchmesser nennen sollen. Das habe ich jetzt korrigiert. Das Programm spielt es keine Rolle, ob das Radius oder Durchmesser heißt, aber jetzt zum Verständnis ist es wichtig. Das heißt, ich überprüfe, ist dieser Abstand gleich dem Durchmesser des Kreises, dann, oder dann darfst du ihn zeichnen, oder ist er größer? Und wenn er kleiner ist, ist der Punkt nicht geeignet. Dann nehme ich zum Beispiel den hier und sage, ist der Abstand zu dem geeignet? Ja, der ist geeignet. Dann muss ich aber auch sagen, ja gut, ist der zu allen anderen auch geeignet? Und das muss ich dann für jeden überprüfen. Ich weiß aber, sobald ich einen gefunden habe, wo es nicht geeignet ist, muss ich gar nicht mehr schauen, ob es für die anderen Kreise geht. Und das muss ich jedes Mal über alle Kreise hinweg machen. Und wenn ein neuer Kreis dazukommt, muss ich das auch über den machen. Das heißt, jetzt brauche ich wirklich zu wissen, wo sind die Mittelpunkte des Kreises. Okay. Wie kann ich das machen? Ich nehme jetzt also zum Beispiel x-Werte, den Wert 0, das ist der erste x-Wert, minus Maus x, das ist also x-Wert einer Position 0 wäre der x-Wert von diesem Kreis zum Beispiel, Maus x wäre dieser Punkt hier. Wenn dieser Abstand kleiner ist als der Durchmesser, dann ist das nicht geeignet. Hier muss ich aber auch noch daran achten, es könnte ja sein, dass Maus x größer ist als dieser x-Wert und dann würde es negativ sein und das möchte ich hier nicht, also mache ich hier noch den Absolutwert. Wobei es gab, ja, doch, es muss sein, es muss sein. Das ist hier einfach geprüft. Und jetzt das geeignet, das ne nenne ich jetzt auch so, es gibt eine Variable, also ein Variablentyp Boolean, den haben wir auch schon verwendet, der speichert die Werte wahr oder falsch. Und ich nehme dann jetzt geeignet vom Typ her. So. Also, ich erzeuge eine Variable vom Typ Boolean und setze den gleich mal als true. Das heißt, ich gehe davon aus, der Wert ist geeignet. Für den Fall, dass dieser Wert kleiner als der Durchmesser ist, dann soll er doch bitte diesen Wert als falsch setzen, weil jetzt sagt er mir dann, nein, der ist nicht geeignet und dann kann ich auch aufhören zu suchen. Und der zweite Schritt ist, wenn der Punkt geeignet ist, dann zeichne den Kreis. Oder? Das machen wir jetzt in diesen zwei Schritten. Ich gehe mal rüber zum Programm. Ich hoffe, das Programm ist noch so, wie ich es zurückgelassen habe, weil ich habe dieses Video jetzt schon zum fünften Mal aufgenommen, weil entweder war der Ton falsch oder ich habe vergessen, den Record-Knopf zu drücken. Ah, also, falls irgendwie etwas nicht stimmen sollte hier auf diesem Programm, ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend. Was ich bewusst verändert habe, ist, jetzt steht überall Durchmesser und nicht mehr Radius. Okay. Also, wo ändere ich das? Ich möchte das bei Mausklick ändern.
ich erzeuge innerhalb dieses Mausklicks und nur dort Boolean geeignet und setze den gleich mal als true, nicht treu, sondern true. Und jetzt kommt diese Abfrage. If Absolutbetrag von Maus. Ah, Moment, schon bevor ich den if mache, muss ich ja noch den Loop machen, aber das mache ich gleich nachher. X-Wert an der Position i minus Maus x. Ich habe x-Wert t. Das ergibt alles keinen Sinn, weil ich habe vergessen, weil ich es eben schon zum Mehrfachen mache, den Loop zuerst noch zu setzen. Also wenn das der Fall ist, dann ist das schön und gut. Aber ich setze, wenn das kleiner als Durchmesser ist, dann soll er Folgendes machen, nämlich er soll geeignet als false setzen. Okay, und jetzt muss ich das Ganze noch in einen Loop setzen, nämlich ich muss das ja für die ganzen Werte machen. For int i gleich 0 bis i kleiner als x-Werte, Werte.length, Strichpunkt i plus plus. Klammer geht hier auf und Klammer geht hier zu. So. Jetzt sieht doch das vernünftig aus, jetzt passt ihm das auch. Also nochmals, ich definiere eine Variable vom Typ Boolean, sage ich, die ist true. Dann für i gleich 0 bis Ende des Arrays überprüfe, ob der Abstand im Absolutbetrag von jedem einzelnen Wert des Arrays x-Wert zum aktuellen Maus x-Wert, ob der kleiner ist wie der Durchmesser, falls der kleiner ist wie der Durchmesser, dann sagt das Ding ist ungeeignet. Gleichzeitig kann ich aufhören, die Vorschleife zu machen und kann ihm sagen Break. Mit diesem Break hört er auf, mit der Vorschleife zu machen. Ich könnte ihn auch weiterlaufen lassen, aber das bringt gar nichts, mal ich spare mir dann Zeit und auch Rechenleistung. Vielleicht auch nochmal zur Ergänzung, warum es hier int i heißt und hier int i heißt, das spielt keine Rolle, weil dieses int i oder dieses i konkret ist nur innerhalb der Vorschleife erkennbar und hat nichts mit diesem hier zu tun. Die sind innerhalb verkapselt, also man kommt nicht außerhalb dieser geschweiften Klammern, ist das nicht erkennbar. Darum kann ich das mehrmals brauchen. Also. Jetzt habe ich das soweit gemacht. Ich überprüfe, ist es geeignet. Und jetzt kann ich wunderbar sagen, wo bin ich jetzt? Ah, hier unten. Hier unten. Entschuldigung. Wenn, jetzt kann ich überprüfen, if geeignet gleich true, nicht treu, true. Dann mach das. Und jetzt auch noch zur Abkürzung. Ich kann das Folgendes etwas abkürzen. Geeignet, diese Variable, hat ja den Typ Boolean und der ist entweder true oder false. Das heißt, ich kann mir diese Überprüfung eigentlich sparen. Es ändert nichts, ich darf das machen. Aber eigentlich, wenn ich sage if geeignet, dann macht das und dann steht ja, wenn geeignet true ist, dann macht er es. Wenn geeignet false ist, macht er es automatisch nicht. Also, ich hoffe, dass das jetzt alles klappt, dass ich euch nicht vollständig verwirrt habe. Es nimmt immerhin noch auf. Es macht einen Kreis. Ich klicke jetzt hier direkt neben dran. Mehrmals, es macht keinen Kreis, es macht, doch hier hat es geklappt. Hier in der Mitte sollte das eigentlich auch gehen. Hier auch,
hier nicht, hier drauf auch nicht. Und hier geht es wieder. Okay. Und weil ich ja nur den X-Wert ändere, kann die Maus ja auch hier unten sein. Spielt keine Rolle, wo sie ist, solange dann, es wird ja nur der X-Wert ausgelesen. Und weil ich ja das mit diesem Append habe und beliebig viel Platz im Array, wird er mir auch das machen. Was ich nicht überprüft habe, ob er ganz drauf ist, er hat ja nur geschaut, ist dieser Mittelpunkt Abstand von dem. Ich könnte auch noch sagen, wow, ist es dann auch noch kleiner als die Hälfte bis zum Rand, aber das habe ich jetzt verzichtet. Okay, das hat funktioniert. Was ich jetzt mache im nächsten Video, und das ist auch ein bisschen der Auftrag für euch, falls ihr dazu Lust habt, das selbst auszuprobieren, ich werde jetzt die Kreise nicht mehr gleich groß machen, sondern sie werden verschieden große Radien haben, zufällig zwischen 40 und 70 Durchmesser, nicht Radien. Sie werden verschiedene Durchmesser, sagen wir, zwischen 40 und 70 haben. Und das heißt, wenn ich jetzt überprüfe beim neuen Klicken, muss ich auch wissen, wie groß ist der Radius, der Durchmesser. Wie groß ist der Durchmesser des Ganzen. Und nicht nur der X-Wert. Das heißt, ich brauche zwei Arrays, aber die hängen ja zusammen, weil der erste Eintrag im X-Wert entspricht dem ersten Eintrag vom Kreis her, vom Radius. Also die zwei hängen wie zusammen. Und das werde ich jetzt dann gleich zeigen, wie ich das mache. Und ja, versucht das aus. Ihr könnt eigentlich das bestehende Programm einfach noch etwas erweitern. Okay, viel Spaß dabei. Gleich kommt meine Lösung.